Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute würde ich gerne hier mit weitermachen. Jetzt ist es natürlich schön durchgetrocknet. Was mache ich damit jetzt? Ich werde jetzt überlegen, mache ich Tags? Mache ich einfache Journalkarten oder mache ich so, naja, so ein Postkartengrößenformat? Und ich glaube, dahin tendiere ich so ein bisschen. Lass uns mal gucken, wie groß das ist. Ich brauche auch einen Stift. Moment. So, Stift. Gucken wir mal. Also, 24,5. Ich schreibe mir das erstmal auf. Und dann mal... So, Pi mal Daumen natürlich. Mal 23. Okay. So. Ja, wir könnten... Ich glaube, ich mache Karten. Könnten es in der Mitte, also einmal erstmal in der Mitte trennen auf jeden Fall. Das wäre so Pi mal Daumen dann die Größe. Wir machen, das sieht aber blöd aus, wenn ich dann hier, also ich würde einmal hier jetzt in der Mitte trennen und dann, ja, einmal so Postkartenformat und die anderen gucken wir uns an, wie die aussehen. So machen wir das, glaube ich. Ich schnibbel mir das mal zu, heißt, ich drehe das mal um. Nee, ich kann da gar nicht drauf malen, sonst hätte ich euch das jetzt angezeichnet. Also, ich werde jetzt einmal ganz normal in der Mitte durchtrennen. Dann werde ich mir so Pi mal Daumen Postkarten machen. Danach haben wir noch so kleine. Da gucken wir einfach mal, wie die dann aussehen. Das machen wir und ich werde die Ränder einmal schon mal gerade machen, dass das nicht mehr so aussieht. Also, ich habe die Karten vorbereitet. Ich habe also zwei große und zwei etwas kleinere. So ein paar Schnipsel habe ich jetzt noch übrig. Da kann man so sich so ein bisschen ausprobieren mit Sachen, wenn man dann nicht so ganz weiß, was möchte ich eigentlich machen. Das kann man damit ganz gut testen dann immer. Was ich aber jetzt schon auf jeden Fall weiß, ist, ich möchte die Ecken einmal alle abrunden. So, ein bisschen mehr Kraft brauche ich. Okay, das mache ich jetzt einmal für alle. Also, die Ecken sind abgerundet. Ich finde, das sieht schon mal ganz gut aus. Das sieht jetzt sieht schon ein bisschen mehr nach was aus. Dazu natürlich, weil wir können das ja hier hinten nicht so lassen, habe ich schon mal aus, eigentlich auch aus Restpapieren, auch aus diesen Scrapbüchern. Aber ich finde halt diesen Kraftton ganz schön und deswegen, ja, habe ich mir das schon mal zurechtgeschnibbelt. Und das kommt auf jeden Fall hier hinten drauf vorher. Wie sollte es anders sein? Wird das Ganze natürlich distressed. Also, diese hier erstmal. Das gucke ich mal so ein bisschen einfach nur, dass das nicht ganz so, ja, so aufgesetzt aussieht. Das machen wir einmal rumrum. Ich denke, das reicht auch. Also gar nicht so viel, sondern wirklich nur so ein bisschen, dass ein bisschen Farbe mit im Spiel ist, dass das, ja, nicht so eintönig aussieht, sag ich mal. So, ja. Und auch das mache ich mal eben für alle. Ja, und jetzt wird das eigentlich nur noch aufgeklebt, würde ich sagen. Wir können noch was draufstempeln, das können wir aber auch gleich machen. Das müssen wir nicht jetzt machen, weil dann kann das schon mal trocknen auch. Das heißt, den geben wir jetzt erstmal auf. Da haben wir schon mal einen Anfang gemacht. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich habe ein bisschen was rausgesucht, was wir vorne drauf machen gleich. Ich würde sagen, vorne kommt nur Deko drauf und hinten machen wir die Möglichkeit, dass wir da drauf schreiben können. Finde ich gar nicht verkehrt. Ich denke, das ist ganz sinnvoll, je nachdem natürlich am Ende, wofür man das selber nutzen möchte. Das ist dann natürlich entscheidend. So, jetzt habe ich da warum gesaut, aber ordentlich. Hin und her. Okay. So, die erste Karte ist beklebt. Dann kommt die nächste. Das braucht
brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Wälzt sich das natürlich ein bisschen hoch. Einfach ein Buch drauflegen über Nacht, dann ist das wieder okay. Das kommt jetzt einfach, weil ich halt, ja, durch die Flüssigklebe ist das halt einfach. Aber das ist jetzt erstmal nicht schlimm. Gut, jetzt können wir das Ganze natürlich ein bisschen weiter verarbeiten. Je nachdem, was man halt machen möchte. Was ich jetzt auf jeden Fall machen möchte, ist auf jeden Fall, damit wir so ein bisschen den Vintage-Look halt haben, außenrum natürlich zu distressen. Das muss natürlich auch so ein bisschen angepasst sein. Das finde ich schon mal. Damit setzen wir schon mal einen Anfang. Ne? Hinten dann auch noch mal vielleicht gucken, wenn man da noch ein bisschen mehr möchte oder so. Ja, ich denke, aber das reicht schon so. Dann haben wir schon mal einen kleinen Effekt dabei. Okay, ja, doch, mag ich auch schon mal. Und jetzt würde ich halt gerne, da kommen ja keine, also man kann jetzt noch ein Band oder so dran machen, das würde ich jetzt ungern machen. Ich habe mir was rausgesucht, und zwar ist das uralt. Die gab es vor Jahren im Action, die gibt's, sowas gibt es da nicht mehr. Das war noch richtig cooles Zeug, finde ich. Jetzt überlege ich nur gerade, nehme ich das hier. Nee, das ist, glaube ich, nicht so das, was ich haben möchte. Moment. Moment. Den Weihnachtsbaum finde ich auch ganz cool. Kriege ich dich da liebevoll rausgelöst? Ich hoffe doch. Oder auch nicht. Jetzt müssen wir uns halt so ein bisschen durchprobieren. Das muss halt jetzt ein bisschen stimmig alles sein. Dadurch, dass natürlich sehr viel los ist auf diesen kleinen Karten, muss man jetzt gucken, was passt dazu. Ich sag ja. Ziehen die Seite hier einfach raus. Der Tannenbaum sei mir nicht vergönnt, ja. Das muss man dazu sagen auch. Diese Bildchen von früher waren nicht so gut rauszulösen. Ich schnibbel mir das einfach mal da raus. Moment. Ich will ja die anderen Sachen auch nicht kaputt machen. Das ist hier wieder was. Hier habe ich eine Ecke. Müssen wir mal schauen. Ja, jetzt. Und da geht's nicht. Aber wir wissen uns ja zu helfen. So, da ist noch ein kleines Fitzerchen dran. Wehe, du passt jetzt nicht dazu. So viel Arbeit. Okay. Ja. Ja. Wir könnten dann vielleicht doch das 3D-Objekt daraus machen. Wir schauen mal. Eventuell. Und die Pakete gibt mir auch nochmal. So. Wie gesagt, da muss man einfach gucken, was man hat. Ich nehme da immer ganz gerne, also diese 3D-Blöcke. Ich nutze das eigentlich meistens nicht als 3D im Ganzen, aber in dem Fall jetzt warum eigentlich nicht? Könnte man doch machen. Könnten das Paketset noch mal drauf geben oder wir legen es so ein bisschen dahinter noch. Würde auch gehen oder wir lassen das komplett weg, machen einfach nur das Bäumchen da drauf. Mit dem Bäumchen dazu. Entweder auf dieser Karte oder die kleinen sind jetzt erstmal noch raus oder auf dieser. Schwierig. Ich glaube, ich nehme die. Yep, ich nehme die. Das bedeutet, was brauche ich? Ich brauche diese Klebepads. Da habe ich sie. Wir können auch davon ein Stück nehmen. Dann geht das ein bisschen flotter. So.
Das ist dieses Formtape, was es im Action gibt. Das ist noch zu breit. Einmal so. Einmal so. Komm, machen wir da oben auch noch mal ein. Dich klebe ich hier drauf. Dich können wir noch für was anderes nehmen und dich bestimmt auch noch gleich. So. Bedeutet, die nehme ich ab. Und der Stern da oben bekommt natürlich auch noch eine kleine Unterstützung. Jetzt haben wir ein bisschen viel. Dann nehmen wir auch alles ab. Dann kleben wir das Bäumchen hier drauf. Das sieht doch ganz anständig aus. Das brauchen wir nicht mehr. Vielleicht kann es hier rumrum auch noch ein bisschen Farbe vertragen. Aber nur so ein bisschen hier rumrum, nicht viel. So, und dann darf das da einziehen. Ich weiß, das fällt nicht auf. Es ist sehr üppig gestaltet, aber ich finde, das passt irgendwie zu dem Bild. Ich mag das ganz gerne. Aber das ist halt auch für jeden sein, wie er es dann mag. Ne? Es ist halt jedem selbst überlassen. Und es kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wo es am Ende rein soll. Ne? Also es gibt ja auch andere 3D-Motive, man muss sich ja nicht für diese entscheiden. Und das klebe ich jetzt hier einfach nur noch auf. Wie gesagt, das müssen auch keine 3D-Motive sein. Das kann man auch einfach irgendwo aus einer Zeitung rausschnibbeln. Da gehen wir jetzt gleich nämlich auch noch dran. Oder? Ich sage das hier so groß. Aber wir könnten zum Beispiel auch die Glanzbilder, die habe ich hier nämlich auch noch liegen. Und die könnten wir jetzt auch noch mit reinarbeiten. Wo habe ich denn jetzt? Es ist ein bisschen chaotisch heute wieder, ne? Da ist er doch. Die brauchen wir. Aber ich glaube, die passen nicht so schön dazu. Wobei, ich habe ja auch noch das Engelchen. Sie fallen halt auch recht gut auf. Klar, wenn wir sie jetzt hier hinten aufgeben, sicher. Könnten wir dazu noch was mitgeben? Habe ich was Kleines noch? Nur noch dich hätte ich noch. Könnten wir auch machen. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Könnten wir auch machen. Passt das zusammen? Das wäre die nächste Frage. Warum nicht? Zum Vintage-Album finde ich, ist das okay. Da können wir das machen. Da können wir das auf jeden Fall machen. Und das passt dann zu den Tags auch dazu. Das heißt, auch hier gebe ich jetzt einfach ein bisschen Kleber auf. Einmal rumrum wieder. Engelchen klebt, dann das Blümchen noch. So, doch mag ich auch. Gucken wir mal weiter. Vielleicht haben wir ja noch ein Bild, wo ich sage, das möchte ich jetzt haben. Ich habe mir das ja nur hier vorne angeguckt. Wir hätten auch durchblättern können, so ein bisschen, ne? So ein bisschen zumindest. Oder wieder rein. Das finde ich auch sehr hübsch. Das kleine Mädchen ist auch sehr cool, aber das ist natürlich sehr groß alles, ne? Da müssen wir kleiner werden. Piepmätze finde ich auch. Schneemann auch hübsch. Passt aber jetzt gerade gar nicht. Nee. Die hier finde ich, wie gesagt, gar nicht stimmig, aber ich habe ja hier noch ein bisschen was. Moment, wir könnten auch hier einmal durchschauen, ob wir hier was finden. Aber da weiß ich noch nicht, ob ich bereit dazu bin, das jetzt hier rauszuholen. Aber das Mehl hier fände ich auch ganz cool. Tja, dann wirst du es werden.
Und das heißt, diese Seite muss ich jetzt hier irgendwie rausbekommen. Ich nehme die ja eigentlich komplett auseinander, wenn dann diese Alben sofort. Aber das klappt jetzt aus. Fantastisch. So. Die schnibbel ich mir jetzt mal aus. Erstmal grob. Das kann ich euch unten auch verlinken, das Album. Das kann man jetzt noch bekommen. Nur die anderen Sachen leider gar nicht. Wie gesagt, das ist Jahre her. Ich weiß gar nicht. Das ist sehr, sehr alt, die anderen Sachen leider. Das Ganze bekommt ein wenig Farbe. Und zwar hier raus natürlich. Machen wir aber erst, wenn wir festgeklebt haben, würde ich sagen, oder? Wir kleben erst fest. So. Und dann kriegt das Ganze ein bisschen Farbe. Man kann das natürlich auch so machen, dass man das von vornherein zum Beispiel auch mit 3D-Pads draufklebt. Aber es, wie gesagt, das ist immer so ein bisschen entscheidend, was man da am Ende mitmachen möchte. Das ist immer wichtig dann, dass man das dann weiß. So, das finde ich doch schon mal ganz gut. Wie gesagt, die ist sehr viel los auf den Bildern. Das muss man mögen, das weiß ich auch. Ich finde es aber ganz cool. Und Weihnachten darf das auch wirklich mal übertrieben sein, finde ich. So. Du kriegst auch noch mal so ein Bild. Komm. Du kriegst auch noch mal ein Bild hier raus. So, das packe ich jetzt erstmal wieder rein. Was könnten wir denn da drauf machen? Der rosa Schneemann würde jetzt nicht so passen. Hühner fühle ich jetzt auch nicht so. Diese Wichtel. Die kriegen einen anderen Platz. Irgendwie finde ich das Glas nicht schlecht tatsächlich. Ich weiß nicht warum. Es passt jetzt nicht so unbedingt eigentlich, aber ich finde es nicht schlecht. Die anderen sind halt sehr groß, die anderen Bilder immer. Ich möchte hier halt auch nicht kleiner schnibbeln. Nee. Nein. Nein. Vielleicht doch nochmal hier gucken. Vielleicht ist da doch nochmal was. Nee, das passt leider gar nicht. Ich finde die hier zum Beispiel die Kleeblätter nicht so passend. Nein. Du bist zu groß. Nein. Einfach nur so ein Piepmatz. Nein, okay. Das ist raus. Das ist raus. Wir könnten auch noch. Ich habe hier noch mehr liegen. Einfach auch, um so ein bisschen zu zeigen, dass man da halt wirklich variieren kann. Wir haben ja die DIY-Blöcke noch. Und zwar, was haben wir denn da Schönes? Entschuldigung. Ach, das Häschen ist doch ganz niedlich. Moment. Das müsste ich ausschneiden. Blöd. Wegen dem Weißen dahinter müsste ich das Weiße noch mit rauskacken. Gib mir mal das Häschen, ob das überhaupt passt. So. Das fällt, glaube ich, nicht so wirklich auf. Das hat nicht so wirklich die Farbe, die ich möchte jetzt gerade. Nee, nee, nee. Moment. Das passt nicht. Nein. Also gehen wir zurück zu den anderen Sachen. Wie gesagt, je nachdem, wie man die gestaltet hat, da kann man das ganz gut nehmen. Ich sollte das nicht wieder da drauf legen. Vielleicht doch noch mal hier gucken, aber die sind zu groß, die Sachen, ne? Hier hinten sind kleine Sachen. Ich finde das, glaube ich, auch nicht schlecht, ja? So. Ja. Und dann brauchen wir noch irgendwas Dekoratives dazu. Eine Schleife vielleicht. So. Ja,
sehr schlicht, definitiv. Finde ich aber irgendwie ganz angenehm, mache ich. So. Auch hier rumherum ein bisschen das Dressen. Mache ich das so? Ja. Dann Kleber drauf. Okay. Du darfst dort einziehen. Natürlich das Schleifchen auch, ne? So, kriegt auch ein bisschen Kleber. Muss ja haupen. Und du darfst dann hier einziehen. Okay. So, dann darf das wieder weg. Das machen wir zu. Einmal so. Dann gucke ich mal eben nach dem Stempel. Okay, da habe ich mir zwei rausgesucht. Die gab es, glaube ich, auch im Action irgendwann mal. Fragt mich bitte nicht wann. Auch das ist schon was älter. Ich möchte nur diese kleinen Äste haben. Also einmal aus diesem Set den Ast. So, und aus diesem Set. Moment, nicht wieder wegrollen. Aus dem Set diesen. Sieht auch nicht schlecht aus. Aber passt jetzt nicht. So, das bitte einmal raus. So, und so, jetzt überlege ich gerade nur. Mache ich das mit Distress-Farbe, also das war hier hinten jetzt drauf, oder mache ich das wirklich tiefschwarz? Ich tendiere hier hin. Ich weiß nicht, ist so ein Gefühl. So. Auch hier gilt jetzt, also für mich, das muss jetzt kein perfekter Stempelabdruck werden. Habe ich hier irgendwie so ein Restpapier oder so? So, dann gucken wir mal. Okay, ist die Farbe leer? Dies kann schon sein. Ich arbeite ja recht viel damit. Wir stempeln den nochmal ab. Ja, und jetzt ist es ein bisschen doller. Oder wir machen es doch mit Würserfein. Gucken wir mal. Je nachdem. Ich finde das halt echt zu kräftig, ne? Das finde ich zu kräftig, das möchte ich nicht. Wir bleiben auf jeden Fall. Also ich bleibe jetzt bei meinem Distress Ink, ja. Ja, da muss ich jetzt mal... Ich muss das gleich auf jeden Fall nachfüllen. Ganz wichtig. So, wie habe ich dich? So rum. Das heißt... Dich möchte ich auf jeden Fall hier unten in der Ecke wenden haben. Ja, das ist doch nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht. Ich brauche noch eben einen Acrylblock und zwar für den hier. Ja. Und der soll dann in die andere Ecke. Ist da genug Farbe drin? Ich habe Angst jetzt. Wenn ich das jetzt auffülle, muss ich im Moment warten. Das ist es halt. Nein, das ist okay. Das ist absolut ausreichend. So ist das doch okay. Jipp. Jetzt würde ich gerne... Das machen wir gleich. Also erstmal machen wir für alle den Stempel einmal hier drauf. Okay, so sieht das Ganze jetzt von hinten aus. Ich habe mir hier schon Gilding Wax und Stickles rausgesucht. Wobei ich, Moment, jetzt habe ich alles. Also ich habe mir Gilding Wax rausgesucht, ich habe mir die goldenen Stickles rausgesucht und ich habe mir dieses Spray rausgesucht. Jetzt müssen wir natürlich erstmal eine Seite machen und das wäre in diesem Falle diese Seite. Damit fangen wir an. Ich brauche auch einmal meine Woody-Stifte. Und zwar den braunen Stift, einen Pinsel, einen Wassertankpinsel und dann nehme ich mir hier hinten so ein altes Tuch. So.
Fangen wir mit dem Tannenbaum an. Komm, machen wir das so. Badam, badam, badam. Brauche ein bisschen Wasser. So. Ich male jetzt nicht mit dem Woody-Stift direkt drauf, sondern ich nehme jetzt die Farbe von dem Woody-Stift hier ab. Das kann man auch mit Aquarellstiften machen. Ich finde die aber sehr, sehr cool dafür. Ein bisschen gucken, einmal ein bisschen Farbe runter. Und dann gehe ich jetzt hier einfach nur um das Bild rumrum. So ein bisschen auf das Bild mit drauf. Mehr mache ich da jetzt eigentlich gar nicht. Auch das ist jeder, wie er mag am Ende. Das muss man natürlich nicht machen. So. Das sind nur so, also es ist so ein kleines Detail. Ich hole euch gleich auf jeden Fall näher dafür. Dann sieht man das auch so ein bisschen besser, ja. Stickles technisch werde ich jetzt einfach nur so ein paar, mache ich das ein paar Pünktchen mit drauf? Ich guck mal. Ansonsten machen wir es anders. Wir machen es anders. Und zwar gebe ich ein paar Pünktchen auf. So. Nehme dann einfach den Finger und tupfe das hier so ein bisschen, sodass ich so ein bisschen Glitzer noch im Hintergrund habe. Das muss man auch gucken, wie man das mag. Also ich finde das immer ganz schön. Wie gesagt, gleich hole ich euch noch mal näher dafür. Ihr könnt natürlich auch so einen ganzen Streifen rumrum machen oder so. Je nachdem, wie man das dann haben möchte. Kann man auch ein paar hinmachen. Vielleicht nur da, wo die Buchseiten sind. So, glitzern die Hände auch schön. Ja, und jetzt kann man am Ende nochmal hingehen. Das sprühe ich jetzt nicht. Klappt nicht so gut bei denen. Doch. Oder auch doch nicht. Das war nicht schön. Das war jetzt gar nicht schön. Okay, das klappt nicht so schön mit denen. So. Aber jetzt ist es so, das ist auch okay. Wir könnten das ein bisschen hervorheben. Es ist halt alt, ne? Dann kann ich jetzt auch behaupten, das sollte genau so sein. So, die lasse ich jetzt erstmal so. Dann gehen wir weiter. Ich würde sagen, das Ganze ist so jetzt
Fertig, doch, ich finde die ganz gut. Da kann man noch ein bisschen drauf ergänzen, definitiv, aber ich mag sie ganz gerne. Ich muss tatsächlich sagen, die drei da oben gefallen mir am besten. Der kommt irgendwie nicht so rüber, wie ich es gerne hätte. Mache ich vielleicht noch ein bisschen was dran. Da gucke ich mal, vielleicht lasse ich ihn auch so. Ich kann es jetzt leider nicht umdrehen, weil halt die Sprenkler, die da drauf sind, noch nass sind. Aber ich muss sagen, ich hätte hier gesagt, das wollte ich nicht. Aber ich habe es dann doch nochmal ausprobiert. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Ist halt so eine Sache, mag man es oder mag man es nicht am Ende. Das ist ganz klar. Ich hole euch jetzt auf jeden Fall aber erstmal näher. Da habe ich euch. Und dann fange ich erstmal mit der Karte an, die ich nicht so schön. Also, sie ist nicht hässlich, ne? Also, nicht falsch verstehe, nur ist das einfach nicht so die, wo ich sagen würde, die haut mich jetzt so aus Socken. Dann geht es weiter mit dieser Karte einmal. Die mag ich tatsächlich ganz gerne. Vielleicht gehe ich da auch noch ein bisschen Gold, Stempelfarbe drumrum. Das kann auch sein. Ich gucke einfach mal. Da werde ich mal schauen, was sich da noch ergibt. Dann nehme ich einmal den Tannenbaum. Den mag ich ganz gerne, den Tannenbaum. Wie gesagt, da ist viel los. Das weiß ich auch alles. Aber ich finde das ganz okay. Ich finde das in Ordnung. Ich mag das, wie gesagt. Aber das ist natürlich jedem letztlich am Ende selber überlassen. Und dann haben wir einmal nochmal das Mädel, das mag ich auch sehr, sehr gerne. Und ja, ich würde an dieser Stelle sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis morgen.